Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und zwar mit dem T26E5 hier in der Patriot-Tarnung. Gibt's ja auch ohne, aber ich finde ihn einfach ehrlicherweise geiler so. Aber das ist ja Geschmackssache. Aber heute mit einem Replay, wo ich sagen muss, die Stats sind sagenhaft. Und ich weiß ja nicht, ob der ein oder andere meinen Stream verfolgt, aber ich hatte heute lustigerweise im Stream die Aussage gebracht, 2500 Basis-XP ist schon unfassbar hoch, also das kriegt man ja kaum hin. Und das werden wir hier sehen. Wir werden 2528 Basiserfahrungen sehen. Also, da ist richtig, richtig Dampf im Kessel. Die Credits am Ende der Runde wird er brutto mit Premium 250.000 eingefahren haben. Und der Schaden wird sensationell. Also deswegen, da bin ich sehr gespannt. Es ist auch ein reines Achtergefecht. Also jetzt nicht so, dass man sagt, ja, hier ist der Top-Tier. Sondern nee, das ist ein reines Achtergefecht. Da ist natürlich der Patriot gut, ganz klar. Aber mit dem 8-7-6er Matchmaking, da freut man sich dann natürlich doch nochmal ein bisschen mehr. Also sind wir mal gespannt, was er hier so reißen kann. Jetzt geht auf jeden Fall erstmal auf. Muss da aufpassen, da der Bulldog, der hat ihn da gespottet. Er über den Bulldog auch, dementsprechend kriegt er schon ein bisschen Unterstützungsschaden. Bulldog ist an ihm abgeprallt, also von dem her alles noch easy und entspannt in dieser Runde. So, jetzt geht's hier den Hügel hoch. Da wollen beide wohl ein bisschen was von dem Braten haben. Und hier der Panther. Na, der VK, vielleicht da auch noch treffbar. Und jetzt der Panther, also da wirkt er schon sehr schön. Kann da auch gut mit seinem Turm arbeiten, der ja wirklich auch ein bisschen was drauf hat beim Patriot. Also man sieht, die Stelle ist wirklich sehr, sehr gut für ihn. Gerade weil der Gegner auch keine Arti hat. Da kann man natürlich hier sehr entspannt wirken und weiterhin schießen. Und wir sehen, sein Turm, der hält halt auch alles andere ab. Der Panther hat hier keine Chance, kommt nicht durch. Auch der Super Pershing kann jetzt hier nicht wirklich was dagegen ausrichten. Und ja, weiterhin hält er den da gedauert, trackt. Super Pershing, keine Chance. Der ist hier wirklich mal in einer sehr bemitleidenswerten Situation. Jetzt ist er endlich mal ein bisschen frei. Aber da zieht er ihm sofort wieder die Kette. Und jetzt nochmal einen drauf. Jetzt muss er aufpassen, dass er da nach hinten nicht geblockt wird, weil er muss sich immer wieder nach hinten ziehen. So, jetzt hat er den nochmal gekettet. Und vielleicht ist mit dem nächsten Schuss schon den Killshot. Und so ist es auch. Da hat er den Super Pershing aber mal richtig Nerven gekostet. Und jetzt hier der Liberté. Auch einer der deutlich stärkeren Premium-Panzer. Gerade für französische Verhältnisse verdammt gut gepanzert. Sehr schön hier den Panther jetzt auch rausgenommen. War aber auch nicht so schwer, muss man dazu sagen. Einmal noch Schuss drauf und fertig. Der AMX, jetzt das nächste Opfer. Und er kann hier wirklich wirkend nach Belieben. Hier jetzt ein bisschen daneben geschossen. Schade, der war eigentlich gut drauf, aber dachte, der müsste passen. Wenigstens seine Panzerung bleibt ihm hier treu. Sehr schön den Snapshot gemacht, kurz raus, ohne zu aimen, zack, raus und Granate sitzt. Und der nächste Snapshot funktioniert da leider nicht. Ganz knapp. Da hätte er sich ein bisschen Zeit nehmen können. Muss er aufpassen. Der VK da unten, der Type eben oben auf dem Hügel und der KV-5 vor ihm. Also per se gar keine so schöne Position, aber er macht hier das einfach ideal. Auch der Bulldog da hinten, den hat er jetzt gut im Blick. Der KV-5, hier der nächste, der da sich ihm in den Weg stellt. Aber das Ding hat halt ein bisschen an Panzerung. Und jetzt hat auch der Bulldog da was an Schaden drücken können. Sie nicht mal
Da schießt er jetzt auf den Type drauf. Bleibt hier immer schön jetzt auf dem. Der steht auch sehr gut. Und jetzt muss aufpassen, da kommt der VK rum. Der hat natürlich ihm sofort im Blick. Aber das macht er gut. Der VK mit seinem Mate blocken sich da jetzt lustigerweise. Sind ja ein wenig uneins. Und er hat schon 4000 Damage auf der Uhr. Und jetzt vorne auf die untere Frontplatte. Sehr schön drauf geschossen. Perfekt kam da die Mumpel an. Und jetzt der Panther da, der nächste. Und er kann hier einfach perfekt wirken. Und da sieht man einfach auch wieder mal, was eine gute Position mit dem richtigen Panzer einfach so ausmacht. Wenn man einen starken Turm hat, dann kann man die hier perfekt bespielen. Mit einer Lorraine zum Beispiel würde er hier gar nicht zurechtkommen. Denn da ballert halt jeder durch den Turm, so wie er halt lustig ist. Also ihr müsst auch dann für die Situation immer mal wieder den richtigen Panzer haben. Aber er hier hat es einfach. Das zeigen auch seine 5000 Damage schon. So, jetzt war er sich kurz unentschlossen, ob er den VK beschießen soll oder doch weiter beim Type bleibt. Und er bleibt erstmal beim Type. Und das ist die richtige Strategie. Wobei jetzt seitlich der Turm vom VK bietet sich da fast ein bisschen an. Aber man kann jetzt auch sagen, jetzt nimm einfach den Type raus. Erlöse ihn von seinem Schicksal. Oh, und der hat doch gut ausgesehen. Gibt's doch nicht, dass der nicht durchgeht. Komm im nächsten. Aber jetzt klappt's. Genauso soll es sein. KV5 und der nächste VK. Also ein richtiges Rudel hier. Unten Frontplatte. Oh, schön. Auch noch drauf. Nimmt dafür jetzt natürlich Premium-Munition. Da tut man sich einfach wesentlich leichter. Ist kein Geheimnis. Aber auf der oberen Frontplatte, da ist es auch trotzdem kein Zuckerschlecken. Selbst mit Premium. Man sieht, klappt halt nicht. Die 259 Durchschlag sind einfach nicht viel. Und jetzt will der KV5 da durchfahren. Hat zwar den Turm und auf ihn ausgerichtet und trifft ihn da auch. Macht auch Schaden, aber war eher jetzt nicht so ein guter Move. So, jetzt kommt hier der andere Type, der sich denkt, die Situation nutze ich jetzt aus. Hat ihm auch eine verpasst, aber eben nur eine. Schade, dass der nächste jetzt nicht geklappt hat. Bei 6500 Damage ist jetzt erstmal kurz Schluss. So, IS-3, den nicht beschießbar. Der VK aber wiederum. Ja, seitlich am Turm, das klappt. So, jetzt kommt der Type wieder rum. Der schießt jetzt in den Boden. Seine Chance, den zurückzutreffen, aber prallt hier leider ab. Ärgerlich. Dann denkt er sich, gut, dann mache ich beim VK weiter. Und der klappt. Und man sieht, der Type, der ist einfach zögerlich. Der nutzt die Situation einfach nicht gut genug dann aus. Und jetzt wollte ich auf die Kommandantenkuppel schießen. Jetzt hat er auch gleich seine ganzen Premium-Munition durch. Aber diesmal, da ging es noch durch. Kritischer Treffer, ziemlich wahrscheinlich der Kommandant jetzt hinüber. Er muss natürlich die schnellen Schüsse nehmen. So, und jetzt fahrt sein Mate im AMX vor, nimmt jetzt seitlich den VK raus, weil da die Möglichkeit des Turms einfach gegeben war. Und jetzt geht's rauf auf den Type. Huh. Sehr guter Schuss. Noch einen und dann hat er auch den raus. Seinen Krieger hat er ja mittlerweile schon geholt. Der ist ja easy peasy eingeflogen, kann man sagen. Und 11 zu 8 steht's. Also trotz 7500 Damage, muss man sagen, hat sich sein Team hier wirklich etwas schwer getan. Der VK da jetzt seitlich. Was haben wir noch beim Gegner? Scorpion G. Der war noch nicht mal gespottet. Deswegen fährt er jetzt da hin, wo zuletzt der Jagdpanther war. Und der Scorpion G, der wird natürlich irgendwo in der Basis stehen. Entweder vielleicht sogar AFK oder stark campend. Das wird sich gleich zeigen. Auf jeden Fall ist er jetzt offen. Man muss aufpassen. 779 Hitpoints ist nicht so viel. Zwei schnelle Schellen hintereinander von den Jagdpanzern. Dann heißt es dann, geile Runde. Tschüss. So, und da sieht man schon, der Jagdpanther, der schaut da nur ihn an. Aber er kommt hier sofort durch. Erster sitzt. Beim zweiten dreht sich der Jagdpanther sogar ein bisschen schräg hin. Extra, dass er so Schaden macht und ihn kettet. Ideal. Und sein AMX-Mate nimmt ihn jetzt hier raus mit dem letzten Schuss. Und jetzt noch die Frage, wo zur Hölle ist denn der Scorpion G? 8000 Damage hat er schon eingefahren. Da ist er. Ja, und der ist AFK. Der ist AFK, wie vermutet. Und da kann er jetzt natürlich auch die letzten Hitpoints noch wegsnacken. Wobei, das war nur ein einziger Hit. Der war jetzt nicht so richtig die Damage-Pinate, die er da noch farmen konnte. Also das Replay hat jetzt nicht vom AFK-lenden Scorpion G gelebt. Und jetzt will natürlich jeder noch das letzte Kuchen vom IS-3 haben. Der ist wahrscheinlich schon Richtung Base vorgefahren. Lange nicht mehr gespottet gewesen. Die
Mates von ihm haben nicht so wirklich den Blick auf ihn gerichtet und da konnte er sich noch ein bisschen umbewegen. Ist nur die Frage, wo ploppt er auf und kriegt er davon noch was ab? Aber die Runde ist einfach so Sahne und so phänomenal gut gespielt, weil man kann jetzt reden, der Gegner hat sich gut gemacht und sonstiges, aber er war von vielen auf dem Schirm. Jeder hat ein bisschen auf ihn geschossen, aber er hat einfach perfekt mit seinem Turm gearbeitet und wirklich die Stärke von dem Panzer mit dem niedrigen Reload, dem guten Schussfrequenz, dem starken Turm und einer vernünftigen Mobilität einfach perfekt ausgespielt. Besser hätte man es nicht machen können in der Situation und dementsprechend waren auch die 2500 Basis-XP mehr als verdient. Anders kann man es nicht sagen. Wie gesagt, jetzt ist nur noch die Frage, wo zur Hölle ist denn dieser IS-3? Er schreibt auch, what the fuck, wer ist sie? Ja, das fragt sich wohl jeder. Und da geht er auf. Das ist jetzt hier der letzte Gegner und ich sollte jetzt sich schnell für den erledigt haben. Wahrscheinlich macht sein AMX den Kill. Oder er. Das sind so die ersten beiden, die überhaupt was von dem bekommen können. Ah, der Scorpion G ist auch noch flink, sollte man nicht unterschätzen, aber er hat eine gute Gun Impression, seitlich drauf und da klappt's auch mit dem siebten Kill. Im Zug 9 Kills davon, R7 mit 8691 Schaden. Ich glaube, man kann sagen, das war ein unfassbar gutes Replay of the Week und die XP, die er in dieser Runde mit Boni und so weiter bekommen hat, waren 12.134. Das macht mir erstmal nach oder in dem Fall ihm viel mehr. Und ich hoffe, es hat euch verdammt gut gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.